Der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten. Psalm 147, Verse 10 und 11. Er hat keine Freude an der Stärke des Rosses und kein Gefallen an den Schenkeln des Mannes. Der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten, die auf seine Güte hoffen. Es gibt Christen, die verwechseln manchmal Gottes Stärke mit ihrer eigenen oder denken, ihre natürliche Stärke ist immer ein Zeichen dafür, dass Gott mit ihnen ist und der Herr sich darüber freut, dass man dies und jenes in seinem Namen tut und sagt. Aber es ist bei weitem nicht immer so oder überhaupt. Jesus hat sich zum Beispiel nicht darüber gefreut, dass Petrus für ihn sterben wollte. Matthäus 26, 35, oder den Herrn davor bewahren wollte, überhaupt zu sterben, wie wir in Markus 8, Verse 31 bis 33 lesen, da heißt es. Und er fing an, sie zu lehren, der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Und er redete das Wort frei und offen, und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Er aber wandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach, »Geh weg von mir, Satan, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist.« Es gibt wohl auch heute Menschen, die man durchaus als gläubig bezeichnen könnte, die aber ebenso in der Gefahr stehen, Menschliches und nicht Göttliches, Weltliches und nicht Geistliches weiterzugeben und zu verbreiten. Gottes Stärke ist nicht vom Glauben des Menschen abhängig, sondern unser Glaube vom Glauben an die Stärke, Gnade und Souveränität Gottes. Wir brauchen einen Glauben an einen großen Gott und nicht einen Glauben an Gott. Den haben viele. Viele Religiöse, viele, die in der Tiefe überhaupt nicht begreifen, mit wem sie es zu tun haben und das auch gar nicht so genau wissen möchten. Wir brauchen einen Glauben an einen großen Gott. Und das ist das Entscheidende. Nicht unser Glaube muss groß sein, sondern der Glaube an einen großen Gott ist entscheidend. Zu behaupten, man müsse nur mehr Glauben haben, damit Gott wirkt, halte ich für fahrlässig und für falsch. Ohne Gottes Gnade können wir überhaupt nicht glauben, geschweige denn etwas am Glauben verbessern oder vertiefen. In Römer 12, 3 lesen wir, denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als sich's gebührt zu halten, sondern dass er maßvoll von sich halte, ein jeder, wie Gott das Maß des Glaubens ausgeteilt hat. Was wir tun sollen, ist nicht mehr zu glauben, was wir auch gar nicht können, sondern einfach fest zu glauben in dem, was Gott uns gab, was so viel bedeutet wie ernsthaft, vertrauensvoll, ehrlich, zielorientiert und dankbar zu glauben. 1. Petrus 5, 9. In einem Kommentar von Charles Haddon Spurgeon zum Eingangstext steht Folgendes. Er hat nicht Lust an der Stärke des Rosses. Nicht auf große, starke Geschöpfe richtet der Schöpfer irgendwie besonders sein Augenmerk, sondern an den geringeren lebenden Wesen hat er ebenso auch seine Freude. Wenn der Mensch die Rolle des Schöpfers spielen könnte, so würde er mit Vorliebe noble Tiere der höheren Gattungen hervorbringen, wie die Pferde es sind, deren Kraft und Schnelligkeit auf den, der sie bildete, besondere Ehre zurückstrahlen lassen würden. Jahweh aber sind solche Gefühle fremd. Ihm ist an dem hilflosen Vöglein im Nest ebenso viel gelegen wie an dem Kriegsross in seiner stolzen Kraft. Noch Gefallen an eines Mannes Schenkeln. Diese sind der Stolz des Athleten, aber Gott ergötzt sich an ihrem Anblick nicht. Nicht die ausgezeichneten Fähigkeiten eines Geschöpfes ziehen die Aufmerksamkeit unseres Gottes auf sich, sondern eher die Schwäche und besondere Bedürftigkeit eines solchen.
irdische Herrscher halten mit Lust Herschau über ihre Kavallerie und Infanterie, auf die sie ihr Vertrauen setzen. Der König aller Könige aber überhaupt nicht mit Herrscherstolz die Heere seiner Geschöpfe, als ob diese ihm Macht verleihen könnten. Leibliche, überhaupt sinnliche Größe und Kraft gelten bei Jahweh nicht als von Bedeutung. Er sieht auf andere, wertvollere Eigenschaften. Menschen, die sich ihrer Riesenkraft zum Kämpfen rühmen, werden nicht die Erfahrung machen, dass sie besondere Günstlinge Gottes sind. Irdische Fürsten mögen ihre Augen an ihren Joab, Abner, Abisai und Asahel weiden, der Herr Zebaoth aber hat kein Gefallen an bloßer Knochen- und Muskelkraft. Solche Vorzüge gelten wie an Rossen, so an Menschen wenig bei ihm. Der Geist ist und sich an geistlichen Dingen vor allem erfreut. Wir dürfen die Psalmworte ihrem Sinne nach auch auf alle natürliche Kraft der Geschöpfe beziehen, auch auf die Kräfte des Verstandes und des natürlichen Willens. Gott findet an uns nicht Wohlgefallen wegen unserer Talente oder der uns innewohnenden Wirkungskräfte. Er achtet mehr auf den Charakter als auf die Fähigkeiten an sich. Der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten, die auf seine Güte oder Gnade hoffen. Während Leibeskraft Gott kein Ergötzen gewährt, sind geistliche Eigenschaften ihm wohlgefällig. Er hält am meisten von denjenigen Gemütsbewegungen, die die Richtung auf ihn haben. Die Furcht, welche er gutheißt, ist die Furcht vor ihm, und die Hoffnung, welche er gelten lässt, ist die Hoffnung auf seine Gnade. Es ist ein wunderbarer Gedanke, dass Gott mit gewissen Arten von Menschen nicht nur nicht im Widerstreit ist, sondern sogar an ihnen Wohlgefallen hat, so dass also der Umgang mit ihnen ihm eine Erquickung und Freude ist. O welch unvergleichliche Herablassung ist es doch vom Herrn, dass seine Erhabenheit an den unbedeutenden Geschöpfen seiner Hand Gefallen findet. Wer sind diese Bevorzugten, die für Jahweh ein Gegenstand des Wohlgefallens sind? Etliche derselben gehören zu den Kleinsten in seiner Familie, die sich nie über Hoffen und Fürchten erheben. Andere von ihnen sind weiter fortgeschritten, aber auch bei ihnen findet sich die Mischung von Furcht und Hoffnung. Sie fürchten Gott mit heiliger Scheu und kindlicher Ehrfurcht, und sie hoffen auch auf Vergebung und Segen um der göttlichen Güte willen. Wie ein Vater sich über seine Kinder freut, so erquickt sich der Herr an seinen Geliebten, an denen als Kennzeichen ihrer Neugeburt Furcht und Hoffnung sichtbar sind. Sie hegen Furcht, denn sie sind sich ihrer sündigen Natur bewusst. Sie hoffen, weil Gott groß an Gnade ist. Sie fürchten den Herrn, denn er ist hoch erhaben. Sie hoffen auf ihn, denn er ist gut. Die Furcht hält ihre Hoffnung in der rechten Nüchternheit. Die Hoffnung nimmt ihrer Furcht das Düstere, und Gott hat Gefallen an ihnen, sowohl wenn sie innerlich in heiliger Scheu erzittern, als auch wenn sie in Hoffnung der Herrlichkeit frohlocken. Liegt nicht reicher Anlass zum Lob des Herrn in diesem besonderen Charakterzuge des göttlichen Wesens? Das ist doch eigentlich ein armseliges Wesen, das an roher Kraft seine Freude haben kann. Gott ähnlich ist es, wenn wir an der heiligen Gesinnung und Handlungsweise unserer Mitmenschen Wohlgefallen haben. Wie man die Menschen an dem erkennen kann, was ihnen Freude macht, so gibt sich auch Gottes Wesen an der Tatsache zu erkennen, dass er an den Gerechten Wohlgefallen hat, selbst wenn ihre Heiligkeit sich noch auf der Anfangsstufe befindet. Soweit. Gott braucht uns Christen nicht als Beweis dafür, dass er gütig, stark, gnädig, barmherzig, liebevoll, langmütig und geduldig ist. Gott ist sich selbst genug, und dass er uns gibt, was er uns gibt, ist reine Gnade und Liebe, die ihren Ursprung allein in Gottes Gedanken hat. Psalm 139, 15 und 16. Dasselbe zählt für die Erlösung. Dass in der Bibel Gott so überaus barmherzig und gnädig, aber auch gerecht und konsequent beschrieben wird, hat seinen einfachen Grund. Es ist die Wahrheit. Und ebenso wahr ist es, dass wir Gott nichts bringen können und es Gott auch nicht gefallen kann,
wenn wir es dennoch in Verkennung unserer Lage und Position meinen, tun zu müssen. Wir können sicherlich Gott ehren, ihm danken und an ihn glauben und ihn auch lieben, aber das sind wir ihm schuldig. Es ist kein Mittel, um sich etwas zu verdienen. Das sollten wir anderen Mitchristen auch so nicht vermitteln. Was wir tun sollen, ist unsere Gaben in aller Demut einsetzen. Gott gereut es nicht, auch wenn wir übereifrig Fehler machen, wenn wir mit dem arbeiten, was er uns gab. Römer 11, 29. Nicht mehr und nicht weniger. Aber wenn wir hochmütig damit umgehen, weil wir meinen, wir hätten Gott den Schritt erleichtert, dass er uns bestimmte Talente gab, den wird Gott demütigen müssen. Daniel 4, 34. Alles ist Gnade. Man kann es nicht oft genug erwähnen. Wenn wir uns dennoch rühmen wollen, dann des Herrn. Jeremia 9, 22 und 23. Petrus hat aus allen seinen Erlebnissen, seinem Versagen und seinen Erfahrungen viel gelernt. Er teilt uns nun nüchtern mit, worauf es ankommt. Alle aber miteinander haltet fest an der Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. 1. Petrus 5, 5 und 6. Wir sollen aktiv sein. Gott rüstet uns auch mit allem aus, was wir zur rechten Zeit brauchen. Aber Gott freut sich dann, wenn wir uns hier bei aller Arbeit und allem Einsatz allein auf seine Güte verlassen wollen und sonst nichts. Philipper 2, 13. Er gibt Wollen und Vollbringen. Ein Christ ist jemand, der weiß, dass er alles im Glauben aus Gottes Hand nehmen muss und darf. In erster Linie gilt das für den rettenden Glauben an den gekreuzigten Sohn Jesus Christus zur Vergebung der Sünden. Jesus, der uns mit Gott versöhnte, uns Frieden, Hoffnung und Zukunft gibt. Und das jeden neuen Tag. Gott segne, behüte, bewahre und stärke euch an Körper, Geist und Seele. Amen. Musik